Gerade eben ist es zu Ende gegangen, das Spiel auf dem Schnee 2008 hier in Lech am Arlberg. Hier hinter mir auf der Eisbühne waren die Sänger, die Bregenzer Festspielsänger und auch einige Eistänzerinnen haben sich bei diesen minus 5 Grad, würde ich jetzt mal schätzen, tapfer geschlagen. Es war wunderbar, die Zuschauer waren begeistert und jetzt geht's weiter zur Aftershow-Party. Es war wunderbar, es war fantastisch, die Witterung, der Sternenhimmel und vor allem die Darsteller. Es war einfach ein Traum und ich finde die Kooperation zwischen Festspiele und hier Lech ist einfach ideal und ich glaube, solche Kooperationen werden wir in Zukunft auch noch mehr fördern, weil sie haben wirklich sehr viel Synergien. Ich denke, die Leute heute, ich weiß nicht, waren das 3000, die hier waren und die werden sicher auch im Sommer zu den Festspielen kommen und das sollten wir weiterhin unterstützen und ich gratuliere allen, die hier beteiligt waren, die hier dieses Festival wirklich veranstaltet haben. Großartig. Ich bin schlicht einfach begeistert. Das war ergreifend, das war nicht so kalt wie die letzten 3 Jahre, aber insgesamt ein ganz tolles Erlebnis. Ja gut, ja, man ist nicht gestürzt. Ein großer Sieg. Nein, ging gut, ja. Ich bin sehr zufrieden. Es war wirklich eine wunderbare Nacht. Die Natur spielte eine wesentliche Rolle in Lech, aber die Kunst auch. Und es war ein Gesamtkunstwerk, das allen, glaube ich, sehr gut gefallen hat. Also Schnee, Eis, Stimmen, Licht, Feuerwerk und die Sterne.